Liebe Zuseher, wir widmen uns heute Abend dem Tabuthema sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Dazu sind wir zu Gast bei einem Vortrag von Roy Gerber im VZ Breitenwang und dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen zu sensibilisieren und damit Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch zu schützen. In der Schweiz und in Österreich erlebt jedes vierte Mädchen und jedes siebte in seiner Jugend sexuellen Missbrauch. Also der Mittelpunkt bin hoffentlich nicht ich, sondern die Kinder und die Jugendlichen und Erwachsenen von dieser Region, die heute noch sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt haben, die wollen wir diesen Kindern und Jugendlichen, sprachlosen Kindern und Jugendlichen, wollen wir heute Abend eine Stimme geben. Es traut sich ja selten jemand an das Thema dran. Warum machst du das? Warum traust du dich? Ja, es wäre nie auf meiner Agenda gewesen. Ich hätte das nie gemacht oder wollte das eigentlich auch nie machen. Ich war Geschäftsmann, bin nach Amerika, um reich und berühmt zu werden. Dann eine lange Geschichte, kam ein Hund in mein Leben, weil meine engsten Mitarbeiterinnen haben gesagt, entweder wir finden ihm eine Frau und wir geben ihm einen Hund. Und der mit der Frau war ein wenig kompliziert, darum habe ich dann einen Hund gekriegt. Das wurde ein Therapiehund und war die Siba, ein Golden Retriever. Und durch den Hund, durch Siba, habe ich bei freiwilligen Einsätzen in einem Sommerlager teilgenommen, wo alles missbrauchte Kinder beteiligt waren. Und ich habe das dann das erste Mal davon gehört und auch eine lange Geschichte. Aber in diesem Lager hat ein Mädchen immer wieder mit Siba gespielt. Das Mädchen ist mir schon ganz am Anfang des Lagers aufgefallen. Ihr Name war Faith und sie hatte immer eine rote Feder im Haar. Und wie die vielen, das waren um die 100 Kinder, alle haben mit Siba immer wieder gesprochen und Briefe geschrieben. Und da wurde ich das erste Mal auf dieses Thema aufmerksam. Ich hatte keine Ahnung, dass das überhaupt gibt. Und am Ende des Lagers hat Faith ihre rote Feder aus den Haaren genommen und hat sie meinem Hund Siba in das Halsband gesteckt und hat mir in die Augen geschaut. Das erste Mal nach einer Woche und hat gesagt, versprich mir etwas. Versprich mir, dass du dich einsetzt wie Mädchen und Knaben wie mich, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und mir sind die Tränen, ich kann es jetzt schon kaum mehr sprechen, sind dann die Tränen runtergelaufen und auch eine lange Geschichte, habe ich dann das Versprechen abgegeben, dass ich mich einsetze. Und seit diesem Tag habe ich immer, das ist die Originalfeder von Faith, die ich immer bei mir habe. Und ich hoffe, eines Tages finde ich Faith wieder, sie ist in Kalifornien, ich weiß nicht, wie sie zum Nachnamen heißt oder ob sie noch lebt, aber ich hoffe, dass ich ihr eines Tages die Feder zurückgeben kann und sagen, Faith, ich habe mir Mühe gegeben, das Versprechen so gut wie möglich zu halten, zusammen mit dem Team, zusammen mit den Hunden. Und das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Als ich das jemandem erzählt habe, hat der Mann gesagt, die Chance, wenn du ein Buch schreibst, dass es eines Tages vielleicht übersetzt wird und du dann Faith so wieder findest. Und das war dann für mich das Okay. Und wie genau setzt du dich jetzt für missbrauchte Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene ein? Wir haben eine gemeinnützige Organisation gegründet, Be Unlimited heißt die. Und dann auch wir schaffen sehr eng mit der Polizei zusammen, Staatsanwaltschaft, auch mit Opferhilfestellen, mit Kinderschutzorganisationen. Und dann ist die Kummernummer daraus entstanden. Das ist die Kummernummerkarten, die wir hier auch haben. Das ist eine Hotline, wo wir 24 Stunden das Telefon abnehmen. Und dann aber auch schweizweit gehen wir vor Ort, wenn die Kinder anrufen oder Jugendliche. Und das ist ein Teil, wo wir machen. Wir arbeiten immer zu zweit. Ich habe jetzt hier eine Arbeitskollegin mit mir. Dann die Kummernummer ist etwas, wo wir 24 Stunden erreichbar sind. Dann machen wir Informationsabende, wie jetzt heute, wo wir das Thema, das Tabuthema ansprechen wollen. Weil es betrifft ja in Österreich und der Schweiz jedes vierte Mädchen und jeder siebte Knabe erlebt in seiner Jugend sexuellen Missbrauch. Und das ist nicht etwas, das ich sage. Das ist von Studien und da könnte man jetzt auch immer wieder die Frage, was ist sexueller Missbrauch, wann fängt sexueller Missbrauch an? Ich will jetzt da nicht auf dem Fernsehkanal da in die Details gehen, aber das machen wir heute Abend. Dann arbeiten wir aber auch für Schulen, Kirchen, Sportvereine. Was können wir machen? Wie erkennen wir einen Missbrauch? Wenn wir Kinder betreuen, sei das in einem Sportclub oder in einer Kirche oder auch Schule, Kindergarten. Was machen wir, wenn wir
das Bauchgefühl haben, dass etwas nicht stimmt? Und wie schützen wir unsere Kinder, wenn wir Eltern sind oder Opa oder Oma oder Paten? Wie schützen wir die Kinder? Was können wir machen, dass die Chance, dass ein Kind missbraucht wird, sehr, sehr gering ist? Wir sprechen über Kummer, wir sprechen über Ermutigung. Wir decken so auch sehr, sehr viel Missbrauch auf, wenn Schulen, wenn Schulleitungen, Kindergärtnerinnen einen Verdacht haben, wo wir dann mit ihnen zusammenarbeiten und auch sehr oft Missbrauchsfälle aufdecken. Wir wollen einfach helfen, wir wollen all das Wissen, das wir haben, wollen wir weitergeben und dürfen morgen auch uns treffen mit der Schulleiterin von hier, mit einer Schulleiterin. Und unser Wissen weitergeben, was können wir machen? Und dann hoffentlich gibt es dann vielleicht auch andere Leute, die sich einsetzen würden, wo wir dann auch also immer wieder hierher kommen. Wir kommen ja dann, den Infoabend, den wir heute haben, machen wir ja bereits dann wieder am Oktober, 7. Oktober, genau wieder hier. Alle, die ihn heute verpassen, können dann am 7. Oktober wiederkommen. Was sind denn Warnsignale für uns Erwachsenen? Wie können wir das erkennen? Ist unwahrscheinlich schwierig. Vielfach ist es ja nur ein Bauchgefühl oder man will mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Man will sich ja gar nicht Gedanken machen, dass Kinder missbraucht werden. Und doch haben aber vor allem Leute, Lehrerinnen, Lehrer, Leute, die mit Kindern zu tun haben, haben immer wieder ein Bauchgefühl, das stimmt nicht. Und für ein Bauchgefühl muss man nicht so einen großen Bauch haben wie ich, sondern dass man sich dann auch verlässt, da könnte etwas nicht stimmen. Dass man dann eine Gefahrenmeldung allenfalls macht, das auch ansieht, weil die meisten Erwachsenen, die wir begleiten, die Missbrauch erlebt haben, hätten viel, viel hätte verhindert werden können, wenn eben Ärzte oder Pflegeleute oder Lehrerinnen, Lehrer, Kindergärtnerinnen, Fußballcoach, Sportcoaches, wenn die ihrem Bauchgefühl nachgegangen wären, hätte man sehr, sehr viel verhindern können. Und dass man einfach sensibel mit dem Thema ist, man muss keine Angst haben. Das ist genau gleich, als ich aufgewachsen bin auf dem Fahrrad, hat nie ein Kind einen Helm angehabt. Weder beim Skifahren noch beim Fahrradfahren. Und heute hat jedes Kind beim Fahrradfahren und beim Skifahren, auch die Erwachsenen, einen Helm an. Und das ist gut. Und man zieht ja auch die Helme nicht an, weil man Angst hat, dass dem Kind etwas passiert. Aber man ist feinfühlig. Und dass man da einfach feinfühlig ist und auch weiß, es besteht leider, es existiert. Aber wir können es auch zusammen schaffen, dass es viel, viel weniger, und mein Traum eines Tages, dass es nicht mehr gibt. Wenn man jetzt ein Bauchgefühl hat, an wen wendet man sich? Spricht man mit dem Kind oder geht man gleich zu einem Dritten und spricht es bei dem an, dass der dann eingreift? Ich habe keine Vorstellung. Ja, auch hier ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt nicht, so geht man vor, weil es ist immer verschieden. Es kommt ja auch darauf an, das Kind ist so verschieden oder die Fälle sind so verschieden wie die Fingerabdrücke. Zuerst ist mal die Frage, ist das Kind noch im Missbrauch? Es ist ja sehr viel eine sehr enge Person. Es kann ein Vater, ein Stiefvater, ein Onkel, ein Pate, ein Fußballcoach, ein Pfarrer. Es sind auf der einen Seite sehr enge Leute, die eine sehr tiefe und innige Beziehung mit dem Kind haben, die eine unwahrscheinlich wertvolle Beziehung auch haben, die dem Kind sehr viel geben. Und auf der anderen Seite eine absolute Bestie. Das sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen, die missbrauchen. Und oft oder fast immer sind es Leute, wenn man das ist doch nicht möglich, das kann er nicht sein, das kann sie nicht sein. Und dass man, wenn man darüber spricht, wie man darüber spricht, ob es mit dem Kind ist oder so, da muss man sehr feinfühlig sein. Und da arbeiten wir ja auch mit dem Kinderschutz. Ich habe ihn angerufen, ich hoffe, Sie kommen auch an den Abend, der Kinderschutz von Reute. Und da haben wir auch, wir haben einen sogenannten Beirat, wir haben Polizisten im Beirat, wir haben Staatsanwälte, wir haben Kinderärzte, wir haben verschiedene Berufsgruppen in unserem Beirat. Und wenn wir eine Vermutung haben, wenn wir einen Fall haben, dann nehmen wir mal alle Angaben, die wir haben, oder Vermutungen oder Fakten und tragen die dann zusammen und dann schauen wir, was wäre jetzt die beste Möglichkeit, da vorzugehen. Es gibt 2% Forscher, die sagen, wie viel habt ihr schon gehört, eben am Stammtisch?
die Heidi Müller und so, die will sowieso, die erzählt das nur, wenn die erfindet das, wenn die will, wenn sie sich vom Mann scheiden lassen. Schon gehört, oder? Aber wenn wir 2% falsch anzeigen haben, was haben wir dann? Super. Ein Mathematiker hier im Haus, ein Mathematiker. 98% sind richtig, oder? Und wenn ihr das hört in einer Diskussion, ist es auch in Ordnung, wenn ihr auf den Tisch klopft und sagt, hey, jetzt ist Ruhe. Die Heidi Müller ist 98% ist die Chance, dass sie die Wahrheit erzählt. Muss man sich Sorgen machen, wenn der Verdacht unbegründet war? Passiert demjenigen, der da anruft oder das meldet, irgendwas? Oder ist einfach besser vorzusorgen, als wie nachher zu sagen, hätte ich doch? Natürlich ist immer die Sache, ja, was ist, wenn nichts wäre? Aber was ist dann, wenn etwas ist und ich mich nicht gemeldet habe? Und für mich gibt es dann nichts zu tun, ist nicht die Lösung. Und was man da macht und wie man es macht, dann hat man wenigstens hingeschaut. Und wenn ja nichts ist, dann kann man ja auch an und für sich nicht viel falsch machen. Und etwas, was ich auch immer sage, ich würde als Eltern, wenn ich ein Kind habe, und es in ein Sommerlager schicke oder in die Kirche oder in einen Fußballclub, würde ich fragen immer, was machen Sie, damit ich sicher bin, dass mein Johnny und mein Heidi bei euch nicht sexuell missbraucht werden? Weil wo gehen pädophile Leute hin? Pädophile Leute gehen dorthin, wo sie am einfachsten an Kinder rankommen. Und wo kommen sie am einfachsten zu Kindern ran? In Schulen, in Kindergärten, auf Spielplätzen, in Sportclubs, als in Kirchen. Und das ist nicht nur die katholische Kirche, das ist die evangelische und die Freikirchen genauso gefährdet. Und hier ist 99% von den Leuten, die sich mit Kindern arbeiten und Zeit investieren, haben ein wunderbares Herz und machen es aus wunderbaren Überlegungen und geben wirklich so viel, investieren viel Zeit und Liebe. Aber es gibt eben auch Pädophile. Und wir wissen, auch hier wieder eine Studie, wenn wir 100 Leute in einem Raum haben, haben wir 3 aktiv Pädophile, das ist eine Studie, und 7, die am Kämpfen sind. Jetzt die Chance, dass wir heute 3 Pädophile hier drin haben, ist relativ groß. Ich habe einen Tipp für dich. Stell dich der Polizei oder hol Hilfe. Wir schnappen dich. Wir schnappen jeden. Wir sind im Moment nur einen Schritt hinter dir. Und wenn ich ein Kind habe, dann frage ich die Leute, egal wo ich sie hingebe, was macht ihr, damit ich sicher bin, dass mein Kind bei euch nicht sexuell missbraucht wird. Und wenn dann so große Augen kommen, und was ist das für eine Frechheit, dass sie diese Fragen stellen, dann würde ich sagen sofort, mein Kind bleibt nicht hier. Wenn aber die Frage beantwortet wird, wie zum Beispiel, hey, Ihre Kinder sind das Wertvollste, das Sie haben. Wir sind dankbar, dass Sie die Frage stellen. Wir haben das und das und das und das unternommen, dass wir eine große Wahrscheinlichkeit habe aussagen können, dass es bei uns nicht passiert. Aber es geschieht überall. Und etwas, das für mich immer klar ist, es geht nur mit dem Vier-Augen-Prinzip. Es kann nicht sein, dass ein Kind bei jemandem alleine ist. Weder in einer Kirche, noch in einem Fußballclub, noch in egal wo. Immer 4 Augen. Und es gibt das geht nicht, oder ja, das ist aufwendig, das kann man nicht machen, etc. Ja, es ist aufwendig, aber es ist ja auch zum Schutz von einem Musiklehrer, oder es ist zum Schutz von einem Pfarrer, und es ist zum Schutz vom Kind. Weil bei uns, wenn jemand von uns ein Gespräch, bei Telefon ist klar, da ist jemand alleine am Telefon, aber wenn wir persönlich vor Ort sind, sind wir immer zu zweit, immer eine Frau oder ein Mann oder 2 Frauen. Wenn ich ein Gespräch führen würde mit einem Kind oder einem Jugendlichen oder Erwachsene alleine, wäre es für mich eine fristlose Entlassung und ein Strafverfahren, das eingeführt wird. Wir dürfen nicht zu zweit. Aber das ist auch zum Schutz von unserer Organisation, das ist zum Schutz von uns, weil ich kann darüber sprechen, ich kann es verarbeiten mit meiner Arbeitskollegin, und wir machen es zum Schutz und Respekt von den Kindern oder den Erwachsenen, die wir begleiten dürfen. Wenn jemand aus so einer Situation vom Missbrauch befreit wird, kann der wieder ein normales Leben führen oder wird es immer schwierig sein für ihn? Gut, die Frage ist immer, was ist normal?
Es wird einem Menschen, einem Kind oder einer jugendlichen Person, das sexuellen Missbrauch erlebt, wird etwas genommen. Und es gibt dann ja auch sehr viele mögliche gesundheitliche Konsequenzen. Das können Essstörungen sein, das können dissoziative Persönlichkeitsstörungen sein, etc. Und oft kommt es auch darauf an, und das hoffen wir ja auch mit diesem Abend, dass die Personen, die die Kinder betreuen oder begleiten, eben auch wissen, was es für Konsequenzen haben kann. Was geschieht mit einem Missbrauch? Was ist dies, eine dissoziative Persönlichkeitsspannung? Was ist das? Was bedeutet ein Trauma? Weil vielfach wird in Liebe, auch in der Seelsorge, in der Kirche, werden Leute begleitet, aber sie wissen nicht, was ein Trauma ist oder was die Konsequenzen sind. Und das ist ja dasselbe, wenn man einen Beinbruch hat, ist es gut zu beten, aber es ist auch okay, wenn man der Ambulanz anruft und sich bei einem guten Chirurgen operieren lässt, wenn es nötig ist. Und das ist wichtig, dass man das ganzheitliche Bild sieht. Nicht, dass man noch sekundäre Traumatisierungen allenfalls auslöst, wenn man diese Kinder und Jugendlichen begleitet. Aber zurück auf deine Frage, ein normales Leben, ein Leben so normal wie möglich, die Frage ist eben, ist mein Leben normal, ist deines normal, aber ein Leben, wo es nicht mehr dominiert, der sexuelle Missbrauch, aber es ist mit sehr viel Arbeit, mit sehr vielen Gesprächen, allenfalls auch mit sehr vielen Therapien verbunden. Wir sind keine Therapeutinnen oder Therapeuten, wir sehen uns als Wegbegleiter. Obwohl wir sehr, sehr viel Erfahrung haben und auch sehr viel wissen, aber wir sind keine Therapien oder keine Therapeuten. Wenn ein Papa oder eine Mama jetzt mit den Kindern nackt in der Wohnung rumrennt und in die Badewanne springt und alles nass wird und man Spaß hat, ist kein sexueller Missbrauch. Wenn es sexuelle Absichten oder Befriedigung dahinter hat, dann fängt es an. Es ist aufgrund der Weltgesundheitsorganisation ist Pädophilie keine Krankheit. Und ist aufgrund der Weltgesundheitsorganisation also nicht heilbar, es ist eine Neigung. Und durch das ist dann auch immer wieder die Frage, wenn Leute irgendwie eine Zusammenfassung schreiben und sagen, ja, diese Person muss diese Therapie machen, dann wird die Person wieder gesund. Nochmal, das sage nicht ich, die Weltgesundheitsorganisation sagt, es ist keine Krankheit, es ist eine Neigung. Und die Problematik ist, dass die meisten Leute, früher habe auch ich sehr viel Gefängnisbesuche gemacht, machen wir heute nicht mehr. Wir beschäftigen und begleiten nur noch betroffene Leute. Aber die meisten, fast alle, die ich getroffen habe, Täterinnen oder Täter, fühlen sich unschuldig. Sie sagen sogar vor Gericht, ich habe dem Kind einen Gefallen gemacht. Ich habe es eingeführt in die Sexualität. Und es ist ganz wichtig, sexueller Missbrauch ist nicht nur Geschlechtsverkehr mit einem Kind. Das fängt auch bei oraler Befriedigung an. Da könnte man jetzt ganz lange darüber sprechen, wann fängt sexueller Missbrauch an. Das ist auch bei uns auf unserer Webseite, also die Studien sind dort ersichtlich. Was ist sexueller Missbrauch? Wann fängt es an? Kommt dann auch darauf an, was sagt das Gesetz dazu. Und wir, Schweiz und Österreich, sind ein total täterfokussiertes Land. Also dem Täter und der Täterin geht es in Österreich und der Schweiz oft viel, viel besser. Die sind viel besser betreut als die Betroffenen. Und es gibt ja auch Organisationen, sehr gute. Eine ist kein Täter werden, die andere ist Forio, die sich zur Verfügung stellt für Leute, die mit diesen sexuellen Trieben am Kämpfen sind. Aber die meisten, viele kämpfen damit und wollen sie nicht ausleben, aber sehr viele leben sie eben aus und denken noch, sie machen dem Kind einen Gefallen. Die Jugendlichen schauen so viel Pornografie, wenn ihr das Gefühl habt, ihr oder dein Jugendlicher nicht, dann eine Zeit zum Aufwachen, okay? Es ist überall. Kinderpornografie ist auch Missbrauch. Das heißt, auch schon der Besitz und das Verteilen davon fällt dann schon in den Missbrauch. Ja, dankbar, dass du es ansprichst. Kinder und
Säuglingspornografie ist weltweit die größte, eine der größten Einnahmequellen weltweit, vor Öl, vor Waffen, vor Drogen. Ein Säuglingsporno im Darknet wird momentan für 5.000 € verkauft. Also da gibt es Dinge, die ich habe mit einer Spezialeinheit mal über die Schulter geschaut, was die ansehen müssen, Bilder und Filme. Ich musste mich mehrfach übergeben und brauchte persönlich Betreuung, weil es war abscheulich. Und dort gibt es Dinge, mit denen will man wirklich nichts zu tun haben. Auch ich schaue mir das nicht an. Ich habe es mir ein wenig müssen. Aber diese Leute von der Polizei und von diesen Spezialeinheiten, diese Männer und Frauen machen sensationelle Arbeit und denen muss man sehr gut schauen. Aber ja, das ist natürlich Missbrauch und heute wird natürlich das auch sehr viel Geld damit verdient, oder? Und auch, ich würde auch einfach vorsichtig sein, wenn man Kinder oder Babyfotos macht, postet die nicht überall hin auf Facebook oder auf WhatsApp, weil die kann man safen und macht da irgendwie ganz sicher keine Bilder ohne Kleider. Und auch wenn ihr Leute seht auf einem Spielplatz oder im Strandbad oder irgendwo am Fluss baden und die machen Bilder, dann sprecht die Leute an, hey, was filmst du? Reise hier, da hast du nichts zu filmen. Und dass man einfach auch hier aufmerksam ist, man muss keine Angst haben, aber es gibt keinen Grund, warum Kinder gefilmt werden. Es ist klar, wenn die Oma beim Geburtstagsfest der Enkelin ist, natürlich darf die Oma machen, was sie will. Aber dass sie das nachher auch für sich behält und nicht irgendwie da noch, weiß ich wo, überall postet. Oder? Es gibt ja viele Mythen rund um das Thema sexuellen Missbrauch. Wie darf ich das verstehen? Ja, die Mythen sind sehr wichtig, dass wir die ansprechen, weil oft wird gesagt, ja, das stimmt gar nicht, das Kind erfindet das oder die erwachsene Person erfindet das. Auch hier gibt es klare Studien. Was auch vielfach gesagt wird oder gefragt wird, auch im Gericht oft, ja, warum ist das Kind oder die Erwachsene nicht einfach weggelaufen? Oder warum hat sie nicht geschrien? Es gibt sogar Bücher, die ich heute anspreche, das laute Nein und das leise Nein. Wenn ihr etwas mitnehmt heute Abend, ist es nur eines. Eine sexuell missbrauchte Person ist nie selber schuld. Du kennst sicher den Ausdruck, mir hat es die Sprache verschlagen. Oder ich bin erstarrt. Man kann nichts sagen. Und man erstarrt. Und es ist, vielfach kann man, hat das nicht mit Missbrauch zu tun. Es kann jemand mir etwas sagen oder mir etwas tun. Dann will ich etwas sagen, aber es geht nicht. Ich bin erstarrt. Und ein Kind oder eine erwachsene Person kann in diesem Moment nichts sagen, weil es geht nicht. Und oft weiß das Kind, wenn es ein Kind ist, weiß es gar nicht, dass es falsch ist. Und dann mit dem Wegrennen, es geht nicht. Man will weg, aber es geht nicht. Erstarrt. Und das sind ja auch Ausdrücke, die jede Frau und jeder Mann kennt. Und dann gibt es natürlich Mythen, ja, man muss Spuren sehen, es müssen blaue Flecken sein, oder der Täter oder die Täterin sind sicher ganz böse Leute aus dem Ausland und was auch immer. Und da gibt es viele Mythen, die ich auch anspreche. Und, oder bei mir passiert es nicht, oder bei meiner Kirche passiert es nicht. Und es geschieht leider überall in deiner Familie, in meiner Familie, in jeder Kirche, in jedem Sportclub, in jeder Schule, in jeder Ortschaft. Heute, wir ändern das heute Abend, dass es in Reutte und der Region und auch in Österreich und der Schweiz eines Tages nicht mehr passiert. Und die meisten Frauen und Männer, die es erlebt haben, sind mal irgendwo hingegangen, um Hilfe anzunehmen oder zu suchen, aber man hat ihnen allenfalls nicht geglaubt oder gesagt, das ist sowieso nicht möglich. Der Pfarrer würde das nie machen. Der Coach würde das nie machen. Diese Kindergärtnerin würde das nie machen. Okay? Und darum habe ich so Freude und darum ehrt es mich so, dass ihr hier seid. Weil wir ändern heute etwas in Reute. Einverstanden?
Doris, dir haben den Kind ein heikles Thema gewagt. Wie haben dir den Mut aufgebracht, diesem Thema zu widmen? In der Zeit vor Corona haben wir mit dem Roy eben den Kontakt hergestellt. Eine gemeinsame Bekannte von uns hat uns die Telefonnummer geschickt und hat eben gemeint, ob wir mal Interesse hätten, mit dem Roy miteinander dieses Thema anzusprechen. Und dann haben wir telefoniert, wir haben uns getroffen und es war relativ schnell klar, ja, wir unterstützen ihn, wir wollen ihm da eine Plattform geben, das muss im Bezirk bei uns einfach mehr Thema sein. Ja, und dann kam Corona und es ist dann einmal eine Weile stillgelegen und irgendwie ist das Ganze jetzt wieder ins Rollen gekommen, weil es immer wieder präsent ist, auch bei uns im Bezirk. Dann haben wir letzte Woche die Buchvorstellung gemacht und diese Woche eben den Infoabend. Und wir hoffen, dass einfach die Leute im Bezirk bei uns auch so offen sind und sich diesem Thema stellen. Man hört wahrscheinlich nicht nur fröhliche Sachen, nicht lustige Sachen. Wir wissen jetzt auch von vielen, die gesagt haben, sie haben Angst, sich dem Thema zu stellen. Sie wollen vielleicht gar nicht kommen, weil sie vielleicht dann nicht mehr schlafen können oder Sachen hören, wo sie erschüttert und sie so mitnimmt. Und natürlich ist schon bewusst, dass das kein freudiges Thema ist, aber es ist präsent bei uns im Bezirk, mehr als man vermutet, nicht nur in der großen, weiten Welt, sondern auch da. Und uns war einfach wichtig, dass man da im Bezirk die Menschen ein bisschen wachrüttelt, ein bisschen sensibilisiert für das Ganze und sagt, hoppla, ich muss doch ein bisschen wachsamer sein, ich muss doch ein bisschen mehr vielleicht hinschauen, hinhören, wenn ein Kind sich versucht, jemandem anzuvertrauen. Und der Roy hat uns vorher schon gewarnt und hat gesagt, er werde den Krieg nur Freunde machen, wenn er das Thema mit mir angeht. Aber wir sind mutig und wir trauen uns das und hoffen, dass das heute wirklich gut besucht wird. Und viele sagen, super, dass ich gegangen bin. Von ganzem Herzen, nicht in meinem Namen, sondern von allen Kindern und Jugendlichen und der Gruppierung Jörg Reutte, welche sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also die Doris und ich, wir haben vor knapp 3 Jahren den Familienverband Reute übernommen als Obfrauenteam. Und wir haben dann uns überlegt, was könnte man machen. Unser Hauptziel ist schon für Familien was zum tun. Und wir schauen immer, dass wir was zusammenkriegen, was für wo Mama, Papa, Kind so quasi, wo jeder was davon hat. Und wir haben da schon eben ganz viele Sachen gemacht. Unter anderem haben wir einen Bike-Kurs gemacht oder eine Schluchtenwanderung, Klettern waren wir und eine Höhlenwanderung am Frauensee. Also wir probieren jedes Jahr ein, zweimal was einzubringen, wo man einfach draußen ist und wo die ganze Familie ist und wo auch teilweise gefordert ist, dass einfach Eltern die Kinder sichern müssen oder wo man einfach was gemeinsam macht. Und ja, uns wird nicht langweilig. In unseren Köpfen sprudelt es. Es kommt immer wieder was. Und ja, wie gesagt, wir machen es seit 3 Jahren. Unsere Mitgliederzahl hat sich verdoppelt, seit wir es übernommen haben. Wir kriegen ein gutes Feedback, einen guten Anklang und mit ihnen zu irre gerne. Wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat, zum Familienverband dazu zu gehen, wie macht er das am besten? Entweder auf der Homepage vom Familienverband kann man einfach sagen, Mitglied werden, das findet man, und dann anklicken, dass man in Reute Mitglied werden möchte, weil unsere Reutener Mitglieder dann natürlich diesen Vorteil haben, dass es immer vergünstigte Preise gibt, wenn wir was machen. Oder wir haben Flyer, die immer wieder überall aufliegen, in der Kirche zum Beispiel auch heute Abend. Also wenn irgendjemand das Hallo Familie sieht, das sind wir. Sehr gerne, wir freuen uns über jedes Mitglied. Zweitens, solche sensationellen Frauen, solche Kämpferinnen und Kriegerinnen bin ich in meinem Leben noch nicht begegnet. Wir schauen hin, in jedem Dorf, in jeder Ortschaft und in der sichtbaren und unsichtbaren Welt einfach, wir stehen ein für Kinder, wir geben sprachlosen Kindern eine Stimme.